So, ihr Lieben, ich glaube, ich steuere auf ein neues Abenteuer. Schiffscrew gesucht. Nachrichten von Captain Samio Hoheisel. Ich bin auf der Suche nach einem Mitsegler. Im Moment bin ich mit einem Segelboot auf Mallorca und möchte, sobald das Wetter zulässt, weitersegeln über Ibiza bis Gibraltar und von da aus über Madeira nach Gomera. Das ist der Plan. Das Boot ist nicht groß, 9,5 Meter lang. Mit 3 bis 4 Kojen, zusteigen möglichst in Mallorca ab Anfang Juni. Dann segeln wir los in Richtung Ibiza und so weiter bis Gibraltar. Von Mallorca bis Gibraltar gibt es erstmal nur Tagesfahrten. Und für diese Strecke muss dann Samio ein bisschen zur Hand gehen, zum Ankerlichten. Voraussichtlich Ende Juni geht es von Gibraltar geradewegs nach Madeira. Das ist eine Seereise von 7 Tagen, à 24 Stunden. Und dann etwas Pause, Benzin tanken und Wasser und Nachschub. Die zweite Etappe Madeira-Gomera dauert nochmal 2 bis 3 Tage. Ab Gibraltar bedeutet das, der Mitsegler sollte seefest sein und in der Lage, das Schiff bei normaler See alleine sicher zu steuern. Dies nicht unbedingt unter Segel, aber auf alle Fälle unter Motor, damit Samio, der Bootsführer, immer wieder auch in Ruhe schlafen kann. Ja, ich habe da einfach nur mal so angerufen bei Samio. Und ja, ich habe den Job. Was heißt Job? Ich zahle Geld dafür, für dieses Abenteuer. Denn Diesel und Fähre und Flug und alles, was damit zusammenhängt, trage ich selbst. Außer das, was auf dem Schiff passiert. Gut, soweit. Nach ein paar Tagen hat sich aber was anderes eingestellt. Der Wermutstropfen an dieser Geschichte ist, dass es immer mehr Attacken von Orcas auf Segelboote gibt. Und die Frage ist, ob wir davon betroffen sind. Ja, es kann durchaus sein, dass wir durch so ein Gebiet fahren. Das liegt ziemlich gut auf unserer Reise. Und hier haben sich in dem Bericht von National Geographic einige Leute Gedanken darum gemacht, warum das so ist, und haben Theorien aufgestellt, warum diese Orcas die Segelboote angreifen. Gut, das ist jetzt soweit kein großes Problem, wie ich finde, denn wenn ich eine Rettungsinsel habe auf dem Boot und in der Lage bin, mich selber zu retten, dann sollte das kein Problem sein. Auf der anderen Seite sieht es natürlich so aus, keiner hat Lust, sein Segelboot zu verlieren. Und der eine verliert sein Segelboot und wenn ich meinen Laptop verliere oder mein Handy, dann sind das Sachen, die zwar ersetzbar sind, aber mich wahrscheinlich etwas zurückwerfen können. Und infolgedessen, ja, wir brauchen einen Plan B, eine funktionsfähige Bilgepumpe oder ein Rettungsboot, das wir noch nicht haben. Mein großer Bruder sagt, kein Rettungsboot auf dem Boot, nicht zusteigen. Ich würde ja nicht Christian heißen, wenn ich es nicht trotzdem tun würde. Ja, so bereite ich mich immer auf meine Reisen vor. Ich mache einen großen Haufen. Jedes Mal, wenn mir was einfällt, dann kommt das auf diesen Haufen. Und ja, dann wird das irgendwann ins Auto eingeladen. Das Auto ist jetzt gerade gekommen. Ich werde jetzt sozusagen das Auto tauschen. Der Renault, der geht an einen Freund von mir. Und ich habe meinen Kia wieder bekommen. Der steht da drüben, abfahrtbereit, mit einer neuen Batterie. Und da ich Langeweile schiebe, mache ich Eis. Und wir haben hier das Fest Luthers Hochzeit in Wittenberg. Und Luthers Hochzeit, ja, zu Gast sind der Botschafter von Russland und von Weißrussland. Und mein Freund, der beide Sprachen fließend spricht, hat die heute Nachmittag zum Grillen da, bei sich im Garten. Und wer macht das Eis? Ich mache das Eis. Und hier habe ich schon mal so einen kleinen Test. Und ja, gleich in einer halben Stunde
lade ich alles ein, fahre rüber, dann wird gegrillt, sowohl für mich als auch für die Leute, die da kommen. Und um 17 Uhr bin ich wieder zurück. Eben schnell. Ja. Also das Essen mit dem Botschafter von Russland war sehr interessant. Ich laufe da natürlich nicht rum und mache irgendwelche Selfies von ihm und mir. Aber es ist auch eine ganz normale, schnuckelige Familie mit zwei Kindern und tolle Frau, tolle Ausstrahlung, die Menschen. Und mein Eis hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ich bin ohne Eismaschine zurückgekommen. Ja, es ist sehr laut, ich weiß. So, ja, ich bin unterwegs. Es ist mehr oder minder pünktlich 17 Uhr. Und ich werde jetzt den ersten Fahrgast aufnehmen in Leipzig, um dann nachher ihn in Freiburg rauszulassen. Das ist jetzt so, damit subventioniere ich so ein bisschen meine Dieselkosten. Und für die Ökos und Müslis, ich reduziere meinen ökologischen Fußabdruck. Kennt ihr das? Laue Sommernacht irgendwo in Bayern. Der Tag war heiß, die Nacht wird schwül. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Ja, ich habe jetzt noch 1000 Kilometer vor mir. 1200. Jetzt ist es vielleicht 10, 11. Ja. Aber ich bin noch in Deutschland. Ja, es ist 2 Uhr in der Nacht. Ich habe etwas über 700 Kilometer zurückgelegt. Ich denke, ich lege mich jetzt mal ein bisschen hin. Und nachher geht's weiter. Morgen. Jetzt, man beachte mal das Auto im Hintergrund, die spanischen Handwerker. Ja, ich bin ziemlich weit im Süden, Freiburg. Hab jetzt 2,5 Stunden, vielleicht 3 Stunden geschlafen und werde jetzt hier an der Aral-Tankstelle mir ein Kaffee genehmigen und wahrscheinlich wird die Natur gleich rufen und dann geht's aber auch schon weiter. Hoffe, dass der Tag, dass ich den schön bei angenehmen Temperaturen im Auto verbringen kann. Ja, da fahren Sie auch schon zu Ihrem nächsten Job. Wir haben 6.30 Uhr, den Wecker hatte ich mir dahin gestellt und ja, es hat gepasst. Ich bin ohne Wecker. 6.25 Uhr schon aufgewacht. Das ist ein Timing. Jetzt stehe ich hier an der Aral-Tankstelle und will Luft prüfen und stelle fest, dass der Mechaniker die Radkappe verdreht hat. Ich kann keine Luft kontrollieren, aber auch keine Luft mehr auffüllen. Das heißt, Radmuttern runter und das Ganze einmal ordentlich wieder richtig drehen. Und das auf beiden Seiten. Danke. Da will man nur mal eben die Luft kontrollieren und stellt fest, dass die Radkappen verdreht auf der Felge sitzen und ich keinen Zugang zu den Luftnippeln habe, zu den Ventilen. Ja, 45 Minuten. Gut, dass ich da genügend Pufferzeit eingeplant habe, um die Fähre noch zu erwischen. Aber dann geht mir wieder durch den Kopf, wenn man nicht alles selber macht. Und das auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten und ich habe jetzt dem Werkstattmeister Trinkgeld gegeben, weil er mich mit allem versorgt hat. Drehmomentschlüssel und Radkreuz und Wagenheber und hast du nicht gesehen. Ja,
Jetzt geht's weiter. 7.45 Uhr. In 20 Minuten bin ich in Mühlhausen oder Mulhouse. Ja, und dann haben wir den Weg direkt nach Lyon. Pause, wie man das auch mal will. Aber diese eine Stunde ist mir heute Morgen durch diese Scheiß-Rad-Geschichte verloren gegangen. Jetzt fahre ich wirklich am Limit. Wir haben vorgeschriebene Richtgeschwindigkeiten zwischen 110 und 130. Und ich versuche mit einer Geschwindigkeit von 140, streckenweise 150, meinen Vorsprung etwas auszubauen. Und von 15:48 runterzukommen auf 15:38 bis 15:30. Ein Vorteil hat das Ganze, ich bin überhaupt nicht mehr schläfrig, ich bin hellwach. Oh, ihr Lieben, geschafft. 20 Minuten rausgefahren. Schlechtes Gewissen gehabt, dass ich jetzt zwei Flaschen Bier mit auf Deck genommen habe. Aber ich sitze hier in einer wunderbaren Runde und wir essen und trinken hier ganz gemütlich und schauen uns den Sonnenuntergang an. Herrlich, ganz toll. Und ich bin wirklich froh, dass ich das Schiff erreicht habe. Wow, das war, ich finde, für meine Verhältnisse echt knapp. Tatsächlich hier oben auf dem Oberdeck den Wein ausgesoffen. Ich bin jetzt auf dem Weg ins untere Deck, um hier Wein zu besorgen. Hallo. €33. Jetzt weiß ich, was meine Tischnachbarn bezahlt haben für eine Flasche Wein. Okay. €33. Voilà. Wow. Non. Non. Regarde. Ah, par rapport à Bonne Amérique. Das war schon eine geile Party gestern.
Und das ist noch nicht alles, aber egal. Ich will euch nicht mit meinen Saufgeschichten langweilen. Mallorca ist da drüben. Da erscheint es. Und in 2 Stunden oder so werden wir... Nee, in 1 Stunde werden wir vielleicht anlegen. Nacht war super. Man schläft gut. Nicht im Pullman zieht, sondern davor. Auf dem Teppich, im Schlafsack. Sehr bequem. Und jetzt gibt's meinen guten Morgenkaffee. So, im Hafen angekommen, fahre ich jetzt von Alcudia in den Hafen auf Mallorca, in dem die Segeljacht steht. Das Segelboot, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wann fängt Segeljacht an und wann hört Segelboot auf, in der Bezeichnung. Schnauze voll, dann habe ich übernommen. Gut, naja, und dann hier so ungefähr 1 Kilometer entfernt ist so eine Volvo-Pendler-Vertretung.